Sie sind hier, 20. November 2018, 12.56 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Matthew Leckie trifft für Australien Urheberrecht Getty Images Australien verabschiedet sich unter Ovationen von Rekordtorschütze Tim Cahill. Auch für Herthas Matthew Leckie gibt es Grund zum Jubeln. Die australische Fußballnationalmannschaft bleibt nach ihrem WM-Vorrunden aus auch dank Bundesliga-Profi Matthew Leckie unbesiegt. Beim 3:0, 2:0 im Abschiedsspiel von Rekordtorschütze Tim Cahill, 50 Treffer in Sydney gegen Libanon, traf der Mittelfeldspieler von Hertha BSC zum Endstand 68. Martin Boyle hatte zuvor mit einem Doppelpack, 19. und 41. für die Pausenführung der Gastgeber gesorgt. Im Mittelpunkt der Begegnung stand aber Cahills Abschied. Der langjährige Mittelfeldregisseur kam in der 82. Minute unter Ovationen der Zuschauer zu seinem 107. Länderspieleinsatz auf das Feld. Damit ist der frühere England-Legionär nach Torhüter Mark Schwarzer 110 Einsätze der Australier mit den zweitmeisten Länderspielen. Nach dem vorzeitigen WM-Aus hatten die Australier 4:0 in Kuwait gewonnen und ein 1:1 gegen Deutschlands WM-Bezwinger Südkorea erreicht. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Sportinformationsdienst.